Und dazu begrüße ich ganz herzlich meine Gäste, Kerstin André, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, und Ralf Brinkhaus, der in der gleichen Funktion für die Union hier steht. Herr Brinkhaus, große Koalition, große Taten. Doch bevor wir über den Haushalt reden, mal eine andere Frage. Hier wird also der Haushalt eingebracht. Quasi knapp eine Stunde später geht Sigmar Gabriel vor die Presse und stellt das EEG vor. Große Koalition und großer Zwist. Ist da ein Gerangel zwischen den Ministern oder wie kommt es zu dieser sehr unüblichen zeitlichen Überschneidung? Naja, es kommt deswegen, weil es auch mit dem EEG höchste Zeit wird. Das heißt, wir haben im Koalitionsvertrag versprochen, dass wir uns damit beschäftigen. Sigmar Gabriel muss jetzt vorlegen, das tut er auch. Wir werden sehr intensive Beratungen haben, aber ich glaube, jeder in diesem Land ist sich klar darüber, dass wir im Bereich EEG schnell was tun müssen. Ja, und diese Pressekonferenz, das noch als Hinweis, werden wir nachher ein bisschen zeitlich später nachliefern in unserem Programm. Sie verpassen hier also nichts. Fangen wir mit dem Haushalt an, Frau André. Eine Null, eine schwarze Null wird kommen. Die Große Koalition hat ihre Arbeit komplett gemacht. Hurra, sagen die einen. Was sagen Sie? Also Hurra kann man nicht sagen. Man kann auch nicht sagen, dass die Große Koalition ihre Arbeit komplett gemacht hat. Richtig ist, dass die Steuereinnahmen steigen. Und dies ist natürlich auch die Möglichkeit für den Bundesfinanzminister gibt, hier im Haushalt, zumindest was die Neuverschuldung angeht, nachzugeben, nicht so eine hohe Neuverschuldung zu machen. Es sind aber immer noch 6 Milliarden Euro, die neue Schulden gemacht werden. Und das muss man natürlich an der Stelle auch sehr genau hinschauen. Wir sagen, ihr müsst mehr Mittel in die Hand nehmen, um zu investieren, und weniger Mittel in der Hand nehmen, um zu subventionieren. Weil jeder Haushalt hat auch die Aufgabe, in die Zukunft reinzuschauen, die Weichen zu stellen für die Zukunft, für die wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft. Und hier sind die Hausaufgaben vom Finanzminister wahrlich nicht gemacht worden. Ja, die Hausaufgaben sind nicht gemacht worden, sagt auch Christian Lindner. Bei 23 Milliarden Mehrausgaben in den nächsten Jahren nur 1,8 Milliarden Investitionen. Das ist zu wenig, sagt zumindest er. Ja, zunächst einmal ist heute tatsächlich ein Tag der Freude. Ich erinnere nur mal daran, der letzte Bundesfinanzminister, der einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hat, das war Franz Josef Strauß. Ende der 60er Jahre, da haben sich Generationen von Haushalts- und Finanzpolitikern dran abgemüht, sowas hinzubekommen. Wir stehen kurz davor. Wenn wir das Geld, was wir in den ESM einzahlen, jetzt aus dieser Neuverschuldung noch rausrechnen, stehen wir sogar noch besser da, auch in 2014. Also insofern ist das ein tolles Ergebnis. Die 23 Milliarden, die Christian Lindner angesprochen hat, sind natürlich auch investiv. Das sind Gelder, die in die Kommunen reingehen, in die Bildung reingehen, in die Kitas reingehen. Und ich glaube, das ist gut investiert. Also investiv. Gleichzeitig sagen die Kritiker, werden die Sozialkassen geplündert. Wir haben es ja auch mitbekommen, jetzt die Diskussion zum Beispiel um die Frage der Rente. Es wird viel Geld ausgegeben und es gibt nicht etwa Steuererhöhungen, sondern eben die Beitragszahler, auch in der Gesundheitskasse, sind selber erstmal dran. Ist das nicht systemimmanent logisch? Denn es geht ja um Zahlungen, entweder für die Gesundheit oder für die Rente. Also bei der Rente, gerade bei der Mütterrente, ist der Griff in die Beitragskassen absolut systemwidrig. Wenn Sie, die Koalition, eine Mütterrente will, also dass Mütter, deren Kinder vor 92 geboren sind, mehr Rente bekommen, dann ist das eine Aufgabe für die ganzen Steuerzahler. Ich zahle als Abgeordnete nicht in die Rentenkasse ein, kann ich gar nicht. Meine Mutter bekommt aber mehr Rente. Das heißt, meine Mitarbeiter zahlen diese Mütterrente. Und das ist nachgerade unfair. Wir wissen, dass die Rentenkasse durch die Mütterrente in 4 Jahren leer ist, regelrecht geplündert. Und dann bleiben nur 2 Möglichkeiten. Entweder die Steuern werden erhöht oder die Beitragssätze müssen steigen. Beides nicht klug. Beides eine Sache, wo man sehr genau hinschauen muss. Und gerade bei den Beitragssätzen ist es wirtschaftspolitisch hochgradig unklug. Wir halten die Finanzierung der Mütterrente für absolut systemwidrig. Ja, der Vorwurf, Herr Brinkhaus, es wird bei denen genommen, die eben wie jetzt zum Beispiel bei der Rentenkasse erwartet haben, dass sie etwas zurückkriegen. Der Gesetzgeber hatte sich dazu auch verpflichtet. 18,9 war der Beitrag auf 18,3. Das hat man jetzt gestoppt. Das Ganze ist doch sehr kurzfristig, weil in spätestens 4 Jahren muss man steuerlich zuschießen. Also erstmal stelle ich fest, dass die Grünen scheinbar jetzt auch für die Mütterrente sind. Das ist gut, dass es nur noch um die Finanzierung geht. Und da muss man eins sagen, dass die Auszahlungen, die die Rentenversicherung jedes Jahr leistet, heute schon zu fast einem Drittel durch Steuergelder, das heißt mit 80 Milliarden Euro durch Steuergelder
Steuergelder finanziert sind. Das heißt also, ein erheblicher Teil der Ausgaben für die Rente sind steuerlich finanziert. Und insofern greift das Argument von Frau André nicht. Wenn die Kasse in 4 Jahren leer ist, greift das Argument. Weil das Geld der Beitragszahler ist dafür da, die Leistungen, die Kasse gefüllt haben, zu verbessern. Zum Beispiel durch eine Erwerbsminderungsrente, zum Beispiel durch Reha-Leistungen. Es ist das Geld der Beitragszahler. Und die Plünderung der Kasse liegt völlig auf der Hand. Das sagen Ihnen alle Wissenschaftler, das sagen Ihnen alle Experten. Es ist systemwidrig. Man will ja auch Schulden tilgen. Das ist das Credo auch von Wolfgang Schäuble immer gewesen. Ursprünglich waren mal 15 Milliarden für die nächsten Jahre für die Schuldentilgung eingestellt. Die sind jetzt auch weg, weil man verfrühstückt das jetzt in diesen 2 großen Programmen, vor allen Dingen in dem Rentenprogramm, was so eine Art Kit darstellt, sage ich einfach mal, für die Große Koalition. Deswegen muss man das opfern, oder? Nee, das Geld wird nicht verfrühstückt, sondern es wird vernünftig ausgegeben innerhalb dieses 23-Milliarden-Paketes, was im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, im Rahmen der Verhandlungen bei der Großen Koalition dann vereinbart worden ist. Da sind Gelder drin für die Kommunen, da sind Gelder drin für Bildung, da sind Gelder drin für Kitas, da sind Gelder drin für Infrastruktur. Und insofern denke ich mal, dass es durchaus sinnvoll ist, dass wir an den Stellen was machen. Wir können uns gerne mit den kommunalen Vertretern darüber unterhalten, ob sie meinen, dass sie zu viel Geld haben. Wir müssen auch über die Risiken dieses Haushalts reden. Und da können wir gleich bei den Rentnern bleiben oder bei der Rente mit 63 genauer gesagt. Beim Mindestlohn, wo eventuell der ein oder andere dann doch arbeitslos wird. Rentner und Arbeitslose kosten den Staat gleich doppelt. Nämlich einmal kriegen sie Geld aus der Kasse, zum anderen zahlen sie weniger Steuern. Ist da das hausgemachte Problem schon angelegt? Das ist nämlich das, was Wolfgang Schäuble erwartet. Immer mehr Steuerzahler wird es gar nicht geben. Also die demografische Entwicklung führt natürlich dazu, dass es weniger Arbeitskräfte und mehr Transferempfänger gibt. Ich möchte aber schon klar sagen, dass Leute, die so lange gearbeitet haben, die 45 Jahre, und dass vor allem Leute, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, dass diese abschlagsfrei in Rente gehen sollen. Das ist diese sogenannte Erwerbsminderungsrente. Richtig ist aber auch, wir haben eine demografische Entwicklung und wir müssen natürlich auch in die Zukunft schauen, wie sich die Situation entwickelt, wie sich auch die Situation am Arbeitsmarkt entwickelt. Beim Mindestlohn muss ich allerdings sagen, das scheint mir tatsächlich ein gesellschaftlicher Erfolg, den die Grünen auch immer sehr mit erkämpft haben, dass wir eine festgelegte Lohnuntergrenze haben. Die wird natürlich auch zu Steuermehreinnahmen führen können. Frau André ist mehr so in die Inhalte gegangen. Mir ging es zunächst mal um das Fiskalische. Denn in der Tat sind die Anreize, Rente mit 63 früher in Rente zu gehen und die Möglichkeit, dass vor allem im Osten der ein oder andere durch den Mindestlohn arbeitslos wird, nicht ganz unwahrscheinlich. Das bedeutet doch, nochmal meine Ausgangsfrage von eben, dass man sich da ins eigene Knie schießt mit diesen beiden Maßnahmen. Die stehen gegen die Voraussetzungen, die der Bundesfinanzminister zumindest auf dem Steuersäckel annimmt. Naja, zunächst muss man eins sagen, dass die Menschen bei der Bundestagswahl im Jahr 2013 genau für diese Punkte gewählt haben. Das heißt, die Menschen wollten einen Mindestlohn. Die Menschen wollten, dass man nach 45 Jahren abschlagsfrei in Rente geht. Die Menschen wollten eine Mütterrente. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, das so umzusetzen, dass das finanziell vernünftig vonstatten geht. Und da sind wir dabei. Nehmen wir das Beispiel Rente mit 63. Was wir als Union nicht wollen, ist, dass damit gezockt wird, dass man sagt, na ja, ein bisschen Arbeitslosigkeit kann ich mir leisten. Dann höre ich mit 61 auf, bin 2 Jahre arbeitslos und gehe mit 63 abschlagsfrei in Rente. Und das ist der Punkt, den wir verhindern möchten. Und ich glaube, da sind wir auch mit unserem Koalitionspartner der SPD auf einem guten Weg. Die Frage ist ja, wie man es finanziert. Sie zum Beispiel wollen eine Mindestrente und sagen ganz klar jetzt schon, das muss aus Steuermitteln finanziert werden. Ist denn das fair? Denn die Rente bekommen ja auch nicht alle, die Steuern zahlen. Da haben Sie eben andersrum argumentiert. Ich argumentiere jetzt mal so rum, was ist mit den Freiberuflern etc.? Die kriegen ja nichts davon raus. Sie brauchen eine Grundabsicherung. Und eine Grundabsicherung im Alter, die auch über dem Existenzminimum liegt. Das haben die Leute verdient. Und diese Garantierente, das ist unser Konzept, könnten Sie aus den Mitteln, die jetzt gerade in der Diskussion sind, absolut finanzieren. Und natürlich betrifft es auch die Freiberufler. Wir diskutieren immer wieder die Frage, wie gehen wir mit Selbstständigen im Alter um? Oft sind das Leute, die gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, kleine Freiberufler, kleine Selbstständige, die gar nicht die Möglichkeit hatten, sich für ihre Altersvorsorge genügend Mittel zurückzulegen. Da müssen sie natürlich auch eine Grundabsicherung gewährleisten. Das wäre aus unserer Sicht die Garantierente. Aber wenn ich zu der anderen Frage noch einen Satz sagen darf, die Frage von auf in die Zukunft gerichtete wirtschaftspolitische Implikationen. Ja, wie geht das fiskalisch weiter?
unsere Kritik an diesem Haushalt ist eben auch, dass keine Investitionen in die Zukunft gemacht werden, die dringend notwendig sind, die von der Wirtschaft eingefordert werden. Das ist der Breitbandausbau, das ist die steuerliche Forschungsförderung, das ist Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. Also das, was tatsächlich dann auch wirtschaftspolitisch sinnvoll ist, zu einer Weiterentwicklung führt. Es wird in weiten Teilen subventioniert und nicht investiert. Die Union hat ja immer damit wahlgekämpft, dass sie sagt, keine Steuererhöhung. Gleichzeitig hat sie versprochen, die Steuern zahlen, sollen besser gestellt werden. Die kalte Progression, die Entlastung soll dort kommen. Davon ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Naja, wir haben mehrfach versucht, die kalte Progression, die in der Tat die Mittelschicht belastet, abzumildern. Das ist gescheitert am Bundesrat, das ist gescheitert an unserem Koalitionspartner. Das ist auch in den Koalitionsverhandlungen nicht das wichtige Projekt für unseren Koalitionspartner gewesen. Andere Projekte waren wichtiger. Und deswegen wundert es mich jetzt, dass alle die, die diese Abmilderung der kalten Progression in den vergangenen Jahren und auch Monaten bekämpft haben, jetzt sagen, da müssen wir ganz dringend was tun. Für uns bleibt das ein wichtiges Projekt. Wenn wir die finanziellen Spielräume haben, gehen wir da dran. Aber wir müssen bei der ganzen Sache auch finanziell seriös bleiben. Ich möchte noch einen Punkt sagen zu der Argumentation von Frau André, dass wir zu wenig investieren. Es ist richtig, wir müssen mehr investieren. Nur Sie machen sich da so ein bisschen unglaubwürdig. Sie sind in Nordrhein-Westfalen in einer rot-grünen Landesregierung und da wird gesagt von Frau Kraft und Frau Löhrmann, naja, wenn wir gute Sozialpolitik betreiben, wenn wir gute Bildungspolitik treiben, dann ist das auch eine Investition in die Zukunft, weil uns das in der Zukunft irgendwelche Ausgaben sparen wird. Da ist natürlich eine Menge im Haushalt drin, der in den Bereichen Bildung investiert wird, in den Bereich Forschung hineingeht und ähnliche Geschichten. Und das muss man der Wahrheit halber auch sagen. Also die Investitionssumme reicht der Koalition aus, Ihnen nicht? Nein, reicht uns nicht aus. Investitionen in Bildung sind aber absolut notwendig. Aber beim Kindergeld zum Beispiel fragt man sich auch, das wird einfach mal kurzerhand 2 Jahre nach hinten verschoben. Man wird den Eindruck nicht los, dass diese schwarze Null doch hart erkauft ist. Ja, am Ende des Tages ist es so, was wir mit dem Kindergeld und mit dem Kinderfreibetrag machen. Das wird sich im Laufe des Jahres zeigen. Da sind wir in intensiven Gesprächen. Ein Punkt ist aber auch, dass natürlich eine schwarze Null immer hart erkämpft ist. Das heißt, da müssen alle an einem Strang ziehen. Da darf es also auch keine neuen Ausgabenwünsche geben. Und das wird im Übrigen auch in diesen nächsten 35 Stunden in den Haushaltsberatungen und in den nächsten Wochen die ganz große Herausforderung werden. Wir haben jetzt schon viele Kollegen, viele Fachpolitiker, die natürlich ihre ganz berechtigten Wünsche haben, was sie jetzt noch zusätzlich haben möchten. Und da gilt es für uns, die Linie zu halten, denn unser großes Ziel ist tatsächlich, diese schwarze Null hinzukriegen, im Übrigen auch ohne soziale Verwerfung. Das heißt also, uns geht es relativ gut in diesem Land. Wir haben viel dafür getan, um auch den Schwachen in diesem Land zu helfen, schaffen trotzdem die schwarze Null und das ohne Steuererhöhung. Und ich glaube, das ist ein Tag, wo wir uns wirklich freuen können. Dennoch, die Risiken sind hoch. 30 Milliarden, das ist der drittgrößte Haushaltsposten. Den zahlen wir allein für die Schuldentilgung. Das zeigt, dass wir den künftigen Generationen dringend diese Schulden abbauen müssen. Gleichzeitig hat aber Wolfgang Schäuble auch Riesenglück, denn er zahlt ja kaum Steuern, kaum Zinsen für dieses Geld. Da hat jetzt heute das Finanzministerium gesagt, so eine leichte Steigerung ist eingepreist. Geben Sie sich damit zufrieden? Nein, da kann man sich nicht mit zufrieden geben. Wir haben tatsächlich historisch niedrige Zinsen und ein geringer Anstieg bei den Zinssätzen würde diesen Haushalt auseinanderbrechen lassen. Das heißt, da muss schon mehr Vorsorge getroffen werden, da muss genauer hingeschaut werden. Also er kann sich nicht einfach ausruhen darauf, die historisch niedrigen Zinsen sind einfach mit ein Grund, dass es sich im Augenblick ganz gut darstellen lässt. Das kann sich aber schnell ändern. Also eine Zeitenwende ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, zumal der Wolfgang Schäuble heute selber in einem Interview angekündigt hat, ich weiß ja auch gar nicht, was mit der Ukraine ist und wir reden jetzt immer so ein bisschen über 2015, das kommt ja noch, die Verabschiedung, aber in der Tat, die schwarze Null, ist die wirklich garantiert jetzt schon, können Sie das sagen? Also garantiert ist nichts in diesem Leben. Wir haben 2009 mit einer großen christlich-liberalen Koalition angefangen. Wir wollten uns damit ganz vielen Themen beschäftigen. Wir waren kaum 6 Monate unterwegs, da ist uns Griechenland um die Ohren geflogen. Wir waren dann 1,5 Jahre unterwegs, dann hatten wir ein Problem mit dem Kernkraftwerk in Fukushima. Das heißt, so im Laufe einer Legislaturperiode kommen viele Ereignisse, mit denen wir einfach auch rechnen müssen, wo noch was schiefgehen kann. Aber insgesamt ist es so, wir haben noch einige Reserven im Haushalt, wir sind gut vorbereitet und wir setzen auf die Wirtschaftskraft in diesem Land. Und deswegen sind wir ziemlich optimistisch, dass das mit der Null auch klappen wird. Herr Brinkhaus, vielen Dank.